Jonas hatte ja vor knapp 4 Wochen eine kleine Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite und hat dann ja leider eine Covid-19-Infektion durchgemacht, die er auch gut verkraftet hat und wie man sieht heute sozusagen auch mit voller Kraft zurück. Ich bin jetzt froh, endlich wieder dabei zu sein. Wir haben, glaube ich, mittlerweile schon viel Erfahrung, vor allem wenn man jetzt schon öfter verletzt war, auf seinen Körper zu hören und was der Körper für Signale gibt. Die Verletzung kam beim Training zustande. Wir haben 11 gegen 0 gespielt, heißt so ein paar taktische Abläufe trainiert und musste dann einen langen Sprint ansetzen, um den Ball noch vor der Linie zu ergattern. Und bei einem langen Schritt quasi ist es mir sofort in den hinteren Oberschenkel reingezogen. Ich vergleiche das immer gerne mit so den kleinen Knallerbsen, die man früher auf den Boden da geschmissen hat an Silvester. So fühlt sich das quasi an, wenn es so ein bisschen einreißt. Und mittlerweile, wenn man seinen Körper eine Weile kennt, dann merkt man sofort, ob was dran ist oder nicht. Und da wusste ich dann auch sofort, okay, hör auf, da ist was. Wir haben jetzt seit knapp 2 Jahren eine wirklich super Kooperation mit Medneo hier am Standort Borussia Park. Also wir haben ein vollwertiges MRT hier bei uns stehen. Also für diejenigen, die da Technikfreaks sind, ist das so 1,5 Tesla. Wir haben sehr hochauflösende Bilder. Es gibt uns einfach die Möglichkeit, ohne dass wir Schaden anrichten müssen, in den Körper hineinschauen können. Wir müssen nichts aufschneiden, wir müssen uns wo reinstechen und können sozusagen schmerzfrei und strahlungsfrei in den menschlichen Körper reingucken und das halt mittlerweile sehr genau. Dann bin ich relativ zügig ins MRT gekommen, am gleichen Tag noch, 1-2 Stunden später. Da haben wir das dann auch direkt gesehen, dass sowohl der Muskel einen kleinen Riss als auch die Faszie drumherum eingerissen ist. Wir brauchen von der Verletzung, bis wir die MRT-Aufnahme haben, im besten Fall etwa vielleicht eine halbe bis dreiviertel Stunde. Also das geht wirklich sehr zügig, auch dass das Gerät vor Ort ist und wir auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Medneo da einen sehr engen Austausch haben und die regelmäßig bei den Heimspielen hier bei uns im Stadion vor Ort sind und eine Rufbereitschaft haben und dann eben schon sehen, wenn ein Spieler sich hier dann auf dem Platz verletzt, dann in voller Erwartung auf das Handy gucken, ob der Anruf vom Mannschaftsarzt kommt und dann treffen die sich ein paar Minuten später am Gerät und dann wird die Aufnahme gefahren, ohne Wartezeit und ohne zeitliche Verzögerung. Früher mussten wir schon erstmal noch in die Stadt, ins Krankenhaus teilweise. Wenn du das natürlich dann hier direkt am Stadion vor Ort hast und man hinlaufen kann, das hat nur Vorteile für uns. Geschwindigkeit ist wichtig im Profisport. Der Trainer, der Vereinsfunktionäre wollen möglichst schnell eine Aussage darüber haben, was ist es, wie lange wird der Spieler ausfallen, wie können wir planen. Und wenn wir uns dann im Klaren sind, mit was wir es zu tun haben, dann beginnt sofort die Reha-Maßnahmen. Also das dauert in der Regel, nachdem man mit dem MRT-Bild fertig ist, vielleicht 20 bis 30 Minuten und dann liegt man meistens schon beim Physio auf der Bank und es wird sofort behandelt. Gerade die Muskelverletzungen bei uns durchlaufen einen ziemlich geplanten Aufbau. Ja, das beginnt dann mit linearem Laufen, Richtungswechsel, dann eben Verlängerung der Schrittlänge beim Laufen, Richtungswechsel, dann kommen die fußballspezifischen Einheiten und so wird dem Heilungsstadium entsprechend dann eben die Belastung im Training angepasst, sodass das halt Schritt für Schritt aufeinander aufbaut. So wie jetzt bei mir, wenn man so um die 3 Wochen ausfällt, dann finde ich es wichtig, an der Mannschaft dabei zu sein. Man hat oft auch seine Behandlungstermine, während die Mannschaft Training hat, sieht also die Jungs, wenn sie rausgehen und wieder reinkommen. Man ist einfach, wie gesagt, näher an der Mannschaft dran und trainiert vielleicht auch im Kraftraum zusammen mit den anderen Jungs teilweise. Das sind, wie gesagt, auch nur Vorteile. Ja, gut soweit. Hat sich gut angefühlt, wieder da zu sein.
Schön natürlich, dass wir auch gewonnen haben direkt. Das war, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Und das ist auch die Hauptsache heute. Ich habe gesehen, du hast schon ein paar harte Sprints nochmal angezogen nach deiner Einwechslung. Du kannst doch nicht anders, oder? Nee, geht nicht anders. Ich glaube, das ist einfach in mir drin. Wobei, nach dem langen Sprint war ich dann jetzt schon mal am Arsch. Aber es ist, wenn man fit ist, dann gibt man Gas. Und ich bin heute wieder fit und 100% fit. Und deshalb steht dem nichts im Wege, Sprints anzusetzen und alles reinzuhauen, was geht.